Hallo YouTube, herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video, zu meinem ersten Unboxing der PlayStation 4 Pro-Version Variante. Ich hab die PlayStation heute bekommen, kam mit Hermes, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, aber das interessiert keinen, glaube ich. Ich fange direkt an mit dem Karton, und zwar, das ist die Fortnite-Version. Ich glaube, das war die Neo-Noch-Was-Version, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hier, die PlayStation 4 Pro. 4K HDR, 1TB Festplatte. Die Seite. Was in der Verpackung mit dabei ist, beziehungsweise bei dem Fortnite-Spiel. Das ist schwer, ja. Das ist die Rückseite. Ist aber uninteressant. Jetzt kommen wir zu dieser Seite. Ich bedecke das mal hier zu. Ich weiß nicht, ob man das später braucht. Hier ist einmal die Konsole zu sehen. Hier Controller. Hier das Headset. Was ich cool finde, dass das dabei ist. Ich werde mir aber auf jeden Fall ein anderes Headset holen. Hier einmal das HDMI-Kabel, Stromkabel. USB-Kabel zum Aufladen vom Controller. Hier die Gebrauchsanweisung und hier Fortnite das Spiel. Ja. Mehr gibt es eigentlich da nicht zu sagen, denke ich. Ich fange dann direkt mal an zum Entpacken. Mir hier so ein Buttermesser genommen. Sieht aus wie ein Skalpell. Naja. Fangen wir direkt mal an. Echt schwer, ja. Komm raus. So. Das ist die Verpackung. Brauche ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich hasse das, auf dem Boden zu sitzen. Ey. Ich habe so lange Beine. So. Schon mal vorab, wie gesagt, mein erstes Video, wenn ich Fehler mache. Dann verzeiht. So. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ein bisschen Ordnung hier. So, das ist die PlayStation 4 Pro. Richtig geiles Teil. Ich hatte den auch in Weiß, aber habe ich meinem Cousin verschenkt an seinem Geburtstag. Der wollte immer eine PlayStation haben und dann dachte ich mir so, komm, egal, schenke ich ihm die. Jetzt habe ich mir die schwarze Pro-Version gekauft. Was soll ich da groß zu sagen? Jeder hat, denke ich mal, schon eine PlayStation gesehen und weiß, was die alles hat. Ne? Das ist die Rückseite. Das ist hinten die Anschlussseite. Stromkabel, HDMI-Steckplatz. Einmal ein AUX-Anschluss. Was ist das für ein Anschluss? Digital Out-Input, USB-Steckplatz und ein Langkabel. Das ist die PlayStation. Legen wir zur Seite. In der Verpackung ist nämlich noch was. Einmal das HDMI-Kabel. Einmal der Controller. Ganz normaler Controller. Kennt auch jeder. Ja.
Ladekabel für den Controller. Kann man gleich auch auspacken. Ein Headset. Ja, ist ein Billig-Headset, aber besser als nichts. Ein Stromkabel, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Ohne die läuft die Playstation nicht. Einmal Fortnite-Code. Ich glaube, das ist wegen den Skins oder V-Bucks, ich weiß es nicht. Muss ich gucken später. Einmal die Gebrauchsanweisung. Kurzanleitung. Brauche ich aber auch nicht zeigen, kennt jeder. Boah, meine Beine. Ich bin es nicht gewohnt, auf dem Boden zu sitzen. Das ist auch unnötig. Und das ist ebenfalls für mich unnötig. So, packen wir jedes Mal das USB-Kabel aus. Habe ich ja eben schon gezeigt. USB-Kabel, Stromkabel, Headset. Mit nur einem Kopfhörer, was ich schade finde, aber kann man nichts machen. Controller habt ihr vorhin schon gesehen. So. Und das HDMI-Kabel. Karton ist auch drin. Könnt ihr reingucken. Ist nichts mehr drin. Ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Außer, dass ich mich auf jeden Fall für einen Daumen hoch freuen würde. Wie gesagt, neu angefangen mit YouTube, fange ich jetzt neu an. Deswegen habe ich mir auch die PlayStation Pro gekauft. Ich will hauptsächlich darauf nur Fortnite zocken, Livestreams machen, je nachdem halt, wie das auch bei euch ankommt. Sozusagen, wie ich halt anfange mit meinem Kanal. Messer mal kurz weglegen. Ja, ich kann dazu halt, was soll ich zu einem Unboxing so viel sagen, ne? Ihr seht ja hier, haben wir zusammen entpackt. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr die mir gerne in meinem Kanal unten, werde ich euch auf jeden Fall verlinken, kommentieren. Ich werde zu jedem Kommentar auch einen Kommentar da lassen, auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde heute Abend auch direkt streamen, werde ich euch ebenfalls verlinken, wenn ich streamen sollte. Ja. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Wir werden uns auf jeden Fall schon bald wiedersehen. Peace, Leute.